Willkommen zurück zu einer neuen Folge von DSA Drakensang. So, euch geht's ja wieder ganz gut. Buffs sind da. Wir sind auch in der richtigen Richtung unterwegs. Bin mal gespannt, wieso, ob das ist die letzte, ob es irgendwie noch 5 oder 6 Ebenen gibt. Aber ja, wir töten Ratten. Wo wir gerade dabei sind. Hallo Ratte. Einige diesmal. Amazone voraus. Dann hilf mal gerade mit. Ihr könnt euch hier um das Zeug kümmern. Jetzt wird's ernst. Ja, schon. Lass das mal Vorgrim machen. Bei Angroschs Bart. Ja, auch wieder eine ganze Menge. Dass ihr jetzt alle hier drauf geht, ist nicht so angenehm. Ich nehme die Sache in die Hand. Zum Angriff. So, dann kannst du hier mal mit drauf prügeln. Ja! Sehr schön. Mit dem Zaubern dauert halt echt immer relativ lange. Für die Königin, für Rondra. Aber das sollte passen. Alles klar. Genau, hau du mal hier den Kollegen platt, obwohl. Komm schon. Ha. Sehr schön. Obwohl mal. Wie sah ja aus? Du hast wieder einige Steuerungspunkte da. Kannst du mittlerweile mal, wie gesagt, diese verdammte Tierkunde? Oder nicht? Du musst echt auf Stufe 5 aufsteigen. Mach das doch mal bitte so schnell wie möglich. So. Hast du schon. Du hast ja schon 4 Wunden. Ja! Ich nehme die Sache in die Hand. Dann mach du mal gerade einen Heilungsversuch. Du pugelst hier weiter Rattenblatt, das ist gut. Du kannst dich vielleicht hier nochmal drum kümmern. So, ich glaube, dass es funktioniert hat. Aber den Rest sollten wir gleich platt haben. Bei meiner Axt! So, du hast leider keine Astralenergie mehr. Dann kannst du mit dem Stab noch ein bisschen draufhauen. Das sollte ja auch gehen. Das Ding ist gut wie erledigt. Meine Rache! Na klar! So, dann haben wir euch aber auch bald platt. Alle ein bisschen was abgekriegt. Aber zum Glück ist das soweit im Rahmen. Ja, das hat sich mal wieder zerlegt. Komm, ich finde die vielleicht noch ein bisschen was an was besserer Rüstung finde. Ich mach das schon. Schon geschehen. Ich helfe. Geschehen. So, guck mal her. Die kleinen Ratten. In Ordnung. Kannst mal bei so einer Bunde wirken. Oder auch nicht. Oder nicht, ich glaube, der Fehlschlag war vom Plündern, sehe ich gerade.
Wir haben jetzt ja wieder, komm, wir steigern mal noch ein bisschen was an. Du bist ist alles schon auf Maximum. Okay. Auch S-Stufe 3. Also wie ja, das ging beim Fluss der Zeiten jetzt irgendwie schneller mit den Aufsteigen, habe ich das Gefühl. Ich nehme die Sache in die Hand. So, dann ein bisschen heile, heile Gänschen. Sehr gut. Da nur eine Wunde geheilt. Ja, wir haben ja mehr als genug Verbände. Aber jetzt echt für jede Wunde einen Verband. Scheint mir tatsächlich so. Ich mach das schon. Sehr gut. Na gut, wir haben auch, glaube ich, erst angefangen hier. Da ist direkt Nachschub. Ein bisschen was haben wir noch an Buffs. Das sollte noch für die reichen. Zum Angriff! Obwohl das auch wieder ein paar mehr sind jetzt. Meint ihr? Wird aber werden, denke ich. Bei meiner Axt! Alles klar. Ja! So, schön darum kümmern. Gucken, dass ihr das alles soweit übersteht. Hast du jetzt schon wieder die Ausdauer verbraucht? Vielleicht sollten wir dich auch nochmal langsam wieder auf einen Kampf setzen. Aufgepasst! So, wie viel hast du noch? Hier wäre eine angeschlagene Ratte. Hauen wir die um. Du kannst hier ein bisschen mithelfen. Ich nehme die Sache in die Hand. Das bin ich. So, dann haben wir die aber. Cool. Aber doch. Das ist schon wieder so viel Wunden ab. Das ist nicht gut. Lass das mal vor Grimm machen. Na ja, gut, ich meine, wir haben genug Verbände. Wir können auch nochmal nachkaufen. Dann mache ich das auch gleich mal. Wird es dich wahrscheinlich wieder zerlegen. Ich kann sogar noch einen Flimflam-Flunkel machen. Gute Entscheidung. Kurkum! Klack-klack. Ja, nicht Flimflam-Flunkel. Flimictus. Und das hat dann auch die Ratte erledigt. Sehr gut. Alle mal hergehört. Ja, dann gucken wir, dass wir Kleidus wieder fit kriegen. Ah, diesmal sogar tatsächlich beide auf einmal. Okay, dann wahrscheinlich nur schlecht gewürfelt die letzten Male. So, fröhliches Plundern und danach wird wieder gebufft. Kannst du ja eigentlich jetzt schon mal machen. So, Fingerfertigkeit. Du wirst dann gerade beim Plündern noch ein wenig gestört, indem du halt gebufft wirst, obwohl es ja quasi nicht direkt angegriffen oder so. Macht dir nichts aus. Du kriegst nochmal Stärke drauf. Schön. Nachschub an Ratten, wie mir scheint. Ah, da hinten. Hallo. Ich mach das schon. Meine Rache. So, das hat ja ordentlich gesessen. War hier noch eine?
Die wird noch ein zweiter rumgegeistert. Schon geschehen. Ich nehme die Sache in die Hand. So, dich wollte ich heute auf Bogen umstellen. Ein Zwerg, ein Wort. So, Fulgrim darf jetzt mal vorlaufen. Deswegen heißt er ja Fulgrim. So, noch mehr Ratten. Sehr schön. Alle mal hergehört. Ich versuche mein Bestes. Das bin ich. So. Da geht's direkt mal wieder weiter. Das sitzt jetzt aber auch ordentlich. Komm schon. Amazone voraus. Ihr wart aber auch ein bisschen weit weg, meine Lieben. Weißt du was, du heilst jetzt das allererste Mal und dann wird gezaubert. Ja, doch einiges einstecken muss da unten. Okay, ich denke, das wird das erste Mal sein, dass es Fulgrim jetzt kostet. Wisst ihr was, bleibt gerade mal beim Heilen. Das dauert halt ewig. Das ist auch gut, wie dieser Funkentanz geht. Das war schon mal nix, okay. Das heißt, du liegst dann gleich schon wieder. Na gut, wenn die Ratten halt alle auf sie gehen, ist nicht mehr allzu viel zu machen. Der hat schon ein bisschen was abgekriegt, dann sollten wir jetzt wieder auf Kampfzauber gehen. Folgt mir. Phorax. Meint ihr? So, drei Ratten auf Amazone dich. Voraus. Haben wir hier schon irgendwas angeknackst? Ein bisschen. So, noch hältst du ja aus. Das ist ja ganz schön. Bei meiner Axt. Das hier aber auch ganz gut wieder erholt. Das ist gut. Das ist schon mal sehr gut. Da hätten wir noch einen Fulminiklus drauf. Das bin ich. Ha! Komm schon. Oder hilf mal mit. Hilf mir, das Viech zu zerlegen. Sehr schön. Jetzt wird's ernst. Aufgepasst. Dafür hat Fulgrim jetzt schon mal zwei Wunden, aber du hältst ja aus. Für Ardo! Du kriegst das Viehzeug ja ziemlich gut platt. So, ja, doch gut, dass sie nicht so wirklich gut durch die Rüstung von hier eben durchkommen. Und du hast die Pfeile soweit verschossen. Okay. Wir haben ja noch. Die nächsten 100. Das hier sehe ich auf Körperkraft. Ich nehme die Sache in die Hand. Mit dem Gift. In Ordnung. Das ist halt nicht so schön. Schon geschehen. In Ordnung. So, und auch hier wird wieder ordentlich durchgelootet. Dann freut sich unsere Beutekiste bei Ardos Haus auf jeden Fall.
So, das wäre es dann soweit. Euch geht es noch einigermaßen gut. Scheinbar haben wir auch noch einiges hier mitzunehmen. Oder auch nicht. So, naja, vielleicht doch. War das einfach nur hier so ein kleiner Zwischenweg. Hier können wir wahrscheinlich wieder einkaufen, jawohl. Ah, Garroschen. Wir sind schon ziemlich tief, die vierte Ebene. Tiefer war ich selbst noch nicht, also haltet die Augen gut auf. Wenn ihr was braucht, kommt zu mir. Wenn ich es mir recht überlege, wird schon in der Zoobotaniker vor Ratten in diesen Mengen gewarnt. Fühlt ihr euch wirklich gewappnet und erfahren genug, um dieses Risiko einzugehen? Sollte die Gefahr zu groß sein, zieht euch lieber erst einmal zurück und zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Sie haben hier einfach zu tief gegraben, viel zu tief gegraben. So. Du hast halt, komm, verkaufen die Verbände. Wir haben ja wohl so unglaublich viel Geld haben wir tatsächlich nicht. Pfeile wären halt dann doch ganz sinnvoll, ne? Ich glaube, mit den 100 kommen wir auch noch ganz gut zurecht. Können wir lassen. Noch mehr Bier und so viele Fässer. So, Bolzen. Zack, gehen wir das mal so ab. Bolzen können auch noch runter. Okay, dann darfst du wieder buffen. Die Rattenmenge, also gerade die Schwarzen waren jetzt doch etwas heftiger, aber wir haben es ja überstanden. So, damit werden alle wieder fit. Und geht direkt ja schon wieder los. Aufhauen. Attacke! Ich mach das schon. Direkt schon wieder nett begrüßt. Alle mal hergehört. In Ordnung. Wenn die ganzen Wolfsrattenschwänze schon mal verkaufen können. Das wäre halt auch noch eine Idee. Meint ihr? So, vollkommen wieder vorlaufen lassen. Oh. Ich bin mein Auto safe, okay. Eine Menge Ratten.
Na klar. So, schön mithelfen bitte. Was macht denn der eigentlich? Candidus. Lass das mal Vorgrim machen. Nochmal Rüstung. Okay, dann ist es glaube ich sinnvoll, wenn du das auf dich mal machst beim nächsten Mal. Ha. So, du hilfst vielleicht auch gerade mal da unten ein bisschen mit. Ihr kümmert euch mal um das Geviech hier. So, sehr schön. Ich nehme die Sache in die Hand. Ich nochmal geheilt werden. Würde wieder geplündert. Wird gemacht. Ich helfe. Da haben wir noch eine. Wird gemacht. Aber wie gesagt, zum Großen und Ganzen geht es doch ganz gut. Allzu große Probleme bereiten die zum Glück nicht, die Viecher. Amazone voraus. So, hätten wir alles soweit? Ich versuche mein Bestes. Du gehst mal wieder vor. Aufgepasst! Ihr kommt dann bitte mit. Da oben ist jemand, okay. Bei Angroschbart. Na, Herr Ratte. In Ordnung. So viel. Die ja doch nicht, aber da wissen es halt auch einige. Wahrscheinlich hätten wir, obwohl, weiß ich nicht, hätten wir, nee, ich glaube, so viel früher hätten wir die Quest ja nicht. Alle mal hergehört. Lass das mal Vorgrim machen. War ja tatsächlich die ganze Quest um die Mordfälle noch vorher dran. Okay, das sind jetzt wieder einige. Phorax. So, tü. Feuer frei. Ist schön, damit wird die schon mal platt. Voraus. Du bist immer noch am Rumzaubern hier. Das war Vorgrim, keine Ratte. Alles hier so grau in grau. Ja! Na klar. Die gehen wieder, die gehen alle auf Klartes direkt wieder drauf. Naja, die schwächsten Charaktere eliminieren ist gar keine so schlechte Taktik, weil wie gesagt, einer weniger der Schaden machen kann. Hey ja, stirb. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. So, schön draufhauen. Du hast hier gleich Feuer, wie es scheint. Jawohl, ja. Alles klar. Das Viech wäre so gut wie platt. Jetzt wird's ernst. Du kannst ja mal damit draufhauen. Du kannst hier auch noch weiter rumbrennen lassen. Danke.
für Ardo. So, allzu lange hat das ja dann doch wieder nicht gehalten. Das ist jetzt ungünstig. Aufgepasst! Ja! Ich nehme die Sache in die Hand. Ha! Ich glaube, du sollst jetzt mal laufen, danke. Auch schon wieder zwei Wunden abgekriegt. Naja, dann müsst ihr es halt wieder reißen. Ach, zumindest zwei Charaktere, die was aushalten. Bei meiner Axt! Sollt ihr euch jetzt, glaube ich, auch wieder zusammentun? Ich versuche mein Bestes. Die nach und nach ausschalten, die Ratten. Gute Entscheidung. Zum Angriff. So, da nochmal drauf, bitte. Dann haben wir das aber auch gleich erledigt. Für Ardo bei Angroschbart. Da! So. Sehr schön. Dann kommt mal her und lasst euch nochmal heilen. Es geht jetzt halt doch mit langsam mehr Verlusten, aber wir kommen voran. So, du bist noch nicht ganz wieder fit. Schön. Der Rest kann sich ja dann nochmal hochheilen, während wir hier plündern. Gute Entscheidung. So, die haben wir schon. Wird gemacht. Schon geschehen. Hier wartet aber noch ein bisschen was. Ich helfe. Das glaube ich jetzt auch das erste Mal, dass außer Kladis noch jemand gestorben ist. Ich glaube, der Armatrutz ist auch abgelaufen, wie das hier aussieht. Das heißt, du plünderst jetzt hier mal. Du buffst nochmal in der Zwischenzeit. Zack. So, und dann... So viel haben wir das hätte ich gar nicht mehr. An Zeit, meine ich. Wenn das klar geplündert ist. Oh, kartenmäßig sieht es auch noch einigermaßen aus. So, ich schätze, das dürfte jetzt ja, auch wieder einige. Okay, dann zerleg die mal noch gerade. Boah, nee, du machst am Anfang jetzt wieder ein bisschen... an Heilung. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. Und dann könnt ihr euch nämlich hier um den ganzen Kladderadatsch noch kümmern. Ich nehme die Sache in die Hand. So, wie gesagt, die sind direkt wieder alle auf Kladdes fixiert. Jetzt wird's ernst. Das ist gar nicht mal so praktisch. Das Ding ist schon platt, sehr gut.
Ja, das sind wirklich einige. Naja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Folgenstopp. Und gucken, wie wir das überleben. Klar, das ist ja wahrscheinlich nicht. Die ist jetzt schon wieder fast weg. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.